So viel Zeit muss sein. Wenn der souveräne Tabellenführer der Regionalliga Bayern auf deren Kultclub trifft, dann kann man schon mal ein Erinnerungsfoto schießen. Türkgücü nach 5 Siegen und diesem sensationellen in der Vorwoche in Memmingen ohnehin mit Rückenwind. Doch auch die Buchbacher Fans können mit der ersten Saisonhälfte zufrieden sein. Mit dem Start in dieses Spiel dagegen weniger. 10. Minute, Freistoß Türkgücü. Zunächst abgewehrt, Rabihic schießt. Zorber hält seinen Fuß rein und schon führt der Spitzenreiter. Zorbers erster Regionalliga-Treffer scheint hier die Weichen früh auf Türkgücü-Sieg zu stellen. Aber denkste, Buchbach will den Ausgleich. 41. Minute, Bahar zieht ab, Flückinger mit dem Monsterreflex. Aber die Gäste sind jetzt da. 43. Minute, Petrovic legt den Ball raus auf Bucia, der wieder zurück auf Petrovic und der macht, was er am besten kann. Mr. Regionalliga Bayern trifft zum 8. Mal in dieser Saison und besorgt kurz vor der Pause den verdienten Ausgleich. Doch Türkgücü hat noch einen, Patrick Hasenhüttl. Die Flanke kommt super, der Abschluss eigentlich nur so halb, doch von Bahars Knie kullert der Ball dann über die Linie. Der Treffer wird Hasenhüttl zugerechnet, 13. Saisontor und doch noch die Führung vor dem Seitenwechsel. Da muss nicht nur Rainer Maurer erstmal kräftig durchpusten. 10 Minuten nach der Pause, Türkgücü wieder mit dem besseren Start, wieder mit Rabihic, den keiner angreift und der das Auge hat für Yasin Yilmaz und der ist dann völlig frei und völlig cool. 3-1 und spätestens jetzt rollt der Türkgücü-Express mit Vollgas in Richtung Sieg. Doch Rabihic in der 61. und Hasenhüttl und Yilmaz in der 62. Minute verpassen es, das Ergebnis weiter in die Höhe zu schrauben. Stattdessen hat dann Buchbach nochmal die Möglichkeit zum Anschlusstreffer. 83. Minute, Brojzi Petrovic, doch der kann auch nicht immer treffen. Eine Minute später dann wieder Türkgücü mit einem souveränen Angriff, an dessen Ende Yilmaz nur noch Danke sagen muss. Der Kapitän macht das letzte Tor im Jahr 2019 und der Aufsteiger bleibt auf dem besten Weg, im kommenden Jahr noch weiter nach oben zu marschieren. Ich denke, dass wir dann erst einmal das Jahr Revue passieren lassen. Wir haben nächste Woche nochmal eine Woche Training und dann habe ich für das nächste Jahr noch gar nichts im Kopf. Das ist ja auch nicht das erste Mal, dass wir dann durchlösen. Trainer Maurer mag da ganz ruhig bleiben, die Fans aber, sie feiern natürlich ihre Mannschaft und hoffen, dass es nach dem Jahreswechsel genau so weitergeht.